Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oddworld Soulstorm. Ich kann ja nicht mal in Ruhe Hallo sagen, weil die Sleetses schon wieder völlig hyperaktiv sind. So, au. Okay, wir haben es hingekriegt. So, hier ist diese Plattform. Ich darf nur einmal springen, nicht doppelt. Dann klappt das auch. Es wird ganz schön hektisch, das Spiel, weil irgendwie die Sleetses kommen dir die ganze Map hinterher. Geht weg. So, ich weiß nicht, was da drüben noch ist, aber da springen wir einfach nicht drauf. Ah, shit, wir müssen da lang. Können die das nicht irgendwie auslösen? Aber wo soll es hier weitergehen? Da drüben geht's da weiter, geht's da... Oh nein! Ja, man hat echt keine Ruhe mehr. Das ist man sonst gar nicht so gewohnt vom Spiel. Da hatte man immer bloß mal kurz etappenweise mal ein bisschen Stress, aber ansonsten konnte man immer in Ruhe drüber nachdenken, was man machen möchte. So, hier muss ich drüber. Hier geht's nicht weiter. Das heißt, wir gehen... Boah, die sind aber halt auch heftig, ne? Zwei Berührungen und das war's. So, machen wir es eben so. Ihr geht jetzt mal weg. Einmal rüberspringen. Ihr weg. Mist, jetzt der eine in der Ecke noch. So, jetzt müssen wir mal schauen. Taschenlampe müssen wir halt auch immer mal wieder aufladen. Achso, wir kommen hier weiter, oder was? Sind wir hier nicht hergekommen? Nee, anscheinend nicht. Irgendwas passiert. Hier ist Licht. Ein Glück. So, Geschichtsstein. Läute die Glocke. Du hast die uralte Glocke dieser Prüfung entdeckt. Beschwöre deine spirituellen Kräfte herauf, um die Glocke zu läutern, die Prüfung abzuschließen und zu fliehen. Zu läutern, genau. Dann haben wir die Tür anscheinend jetzt auch gleich geschafft, wenn ich da noch einmal reinschante. Das sieht verdammt gut aus. Wir sollen wieder da hoch und der Weg ist da links lang mit der Leiter. Okay. Müssen wir bloß mal gucken, ob die Sleetses jetzt hier hochkommen. Vielleicht schaffen wir sogar mit einem Doppelsprung. Ja, sehr gut. Wir nehmen einfach nochmal den Checkpoint mit, vorsichtshalber. Und raus hier aus der Geschichte. So, eine Tür gibt's noch. Und dann haben wir doch die Prüfung nein. Die hier, ne? Oder waren wir... Ne, wir waren bei der unteren. Bei der waren wir noch nicht hier. So, zünde die dritte Flamme an, läute die Glocke, um die Prüfung zu verlassen. Machen wir. Ich jetzt hier einfach runter? Sehe irgendwie nicht so viel. Ich hoffe. Ja, sieht gut aus. Nein, oh, ich bin noch gesprungen. Verdammt. Die Sache ist, das Ding hinterlässt auch Feuer, ne? Es macht keinen Sinn, auslösen, hochspringen, warten, bis es durch ist, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen uns einfach besser anstellen mit dem Springen. Hä? Wie so schnell soll ich noch sein? Der ist beim Rollen, ist der langsamer, als wenn man rennt, ne? Ich glaube ja, ich glaube, wir müssen dann wieder rennen. Na, das kann ein Spaß werden. So, jetzt schnell diesen. Dann wieder rennen. Ich sehe nichts. Oh, ein Glück. Brauchen wir einen Feuerlöscher? Wir haben keinen Feuerlöscher. Oder es geht hier. Hier geht's weiter. Es wird langsam echt ein bisschen... Ekelhaft. Nein, ich bin doch extra... Es tut mir leid. Voll draufgesprungen. Och nö, jetzt müssen wir das nochmal machen. Geht ja gut los. Das werden wir bestimmt nicht mehr schaffen. Obwohl, doch. Ist easy. So. Und zwar wollte ich einmal ganz gerne hier runter und bin nicht unbedingt auf das Teil drauf. Vielen Dank. Gibt's hier was Verstecktes? Leider nein. Also weiter. Voll, keine Ahnung, was drin war. Das sieht doch schon wieder nach einer ganzen Menge Spaß aus. Ja, wir müssen erstmal die Sleetses wegkriegen. Ja, die kommen jetzt bestimmt genau hoch, wenn ich springe. Oh Gott, geht weg, Sleetses. Na super, wir waren voll. Hat gar nichts gebracht. Ui, zieh den Hebel. Hier daran, um Objekte zu entriegeln, zu öffnen oder zu bewegen.
Also auf jeden Fall ging das Feuer oben an. Was das jetzt gebracht hat, ob das das Teil rechts jetzt gerade rausgefahren hat, keine Ahnung. Ui, war aber knappe Geschichte. Nein, nein, nicht dem... Ach man, und dann war der auch noch voll. Warum fängt er überhaupt an drin zu wühlen, wenn man voll ist? Das war jetzt einfach meine Rache am Spiel. So. Die Leech ist weg. Dann fix hier rüber. Das war eigentlich... Ach ja, jetzt möchte ich es wieder zu schnell machen. Und es funktioniert einfach nicht. So, bisschen mehr Konzentration. Rüberspringen. Die Leech ist weg. Rüberspringen. Die weg. Rüberspringen. Hebel ziehen. So, jetzt fährt das Ding da drüben raus. Genau. Die Leeches kommen nicht hier rüber. Da haben wir Glück. So, jetzt müssen wir mal gucken. Geschafft. Sleech ist weg. Ring und direkt wieder diesen machen, ja. Und auch hier nach unten. Die dürfen gar nicht erst hochkommen. Zack, zack, zack. Diesmal gucke ich nicht durch diesen doofen Müll. Und Checkpoint. Ah, es war eigentlich so knapp, ne? Einfach nur, weil wir in den Mülleimer rumgelungert haben. So, schnell hoch mit dir. Irgendwie kommt man noch dahinter. Entweder kommen wir jetzt da lang. Ich hoffe. Oder ich habe was übersehen. Kann natürlich auch sein, dass ich was übersehen habe, aber bei den Sleeches ist es mir gerade wirklich lieber, wenn ich so schnell wie möglich herauskomme. Ja, und hier geht es nicht weiter. Und wir sind komplett eingekesselt von den Biestern hier. Bin gerade gestorben? Nee. So, dann hier. Mist, wo geht's denn hier lang? Es ist viel zu dunkel, ich sehe überhaupt nichts. Irgendwie können wir auf jeden Fall hochspringen. Bringt nur nichts. Da waren wir tot. Ach, ich mag die Biester nicht. Dann können wir ja jetzt nochmal hier unten gucken. Ach komm, schon wieder erwischt, ja? Nee, also hier ist definitiv irgendwie gar nichts. Da geht's nicht durch. Kann ja auch hier nicht zwischendurch anhalten, dass ich mal gucke, ob ich hier irgendwo langkommen würde. Nee, das klappt nicht und hier ist zu. Also sind wir hier schon mal prinzipiell richtig. Das heißt, wenn ich an dem Ding hier ziehe, geht das hier oben auf. Bringt uns allerdings nicht weiter. Wir können gleich nochmal mit Rollen versuchen. Auch nicht. Sehe halt auch so gut. Also hier ist irgendwie ein Stückchen offen hier. Ah, jetzt. Warum ist er denn da vor uns nicht hoch? Kommen die hier hoch? Ah, die kommen hier hoch. Leuchte. So. Komm schon. Ja, und da haben wir es. Checkpoint ist da. Ah. Mach doch nicht so einen Scheiß mit mir. Nein. Ah, ich bin so dumm. Ich hätte gleich hochspringen müssen oder ich hätte wahrscheinlich sogar links stehen bleiben können. Ich habe beides nicht geschafft. Hoch mit dir. Falsche Taste. Hoch mit dir, hoch mit dir. Ey, warum renne ich jetzt? So, wir haben es geschafft. Dudu. Es wird schwieriger. Leute, die Glocke. Du hast die uralte Glocke dieser Prüfung entdeckt. Beschwöre deine spirituellen Kräfte herauf, um die Glocke... Oh, ich kann heute nicht lesen, ne? Um die Glocke zu läuten, die Prüfung abzuschließen und zu fliehen. Jetzt hier noch lang? Nö. Wir haben die letzte Prüfung. Mal schauen, was jetzt passieren wird. So, wir dürfen hier wieder raus. Na komm. Lass mich hinaus. 2 von 4 Mudokuns. Aber ja, 50% haben wir, glaube ich, noch nie geschafft. So, schließe alle 3 Prüfungen ab, habe ich. Jetzt kommt das Teil hier vorgefahren. Mach mal ein bisschen hin, ich werde hier von Sleeches verfolgt. Und wir kommen zur letzten Tür. Rechts und links ist nichts mehr. Dann trauen wir uns mal rein, würde ich sagen. Und es sieht so aus wie die ganze Zeit schon. Fahre zum Frage und Auge hinab. So. Ich glaube, itemtechnisch brauchen wir nichts mehr.
Also ich darf ja auf jeden Fall erstmal hier ran. Mach schneller. Okay, bisher eigentlich relativ easy. Und hier drüben drauf. Das Sanktum. Glaubenssprung. Oh oh. Ein netter Hinweis. Können wir jetzt wirklich einfach springen? Attacke! Okay, so war es nicht gedacht. Scheiße. Ja, das sah so aus als der Glaubenssprung. Ich hätte es bestimmt geschafft, wenn ich ein Stück weiter rechts, aber ich dachte eigentlich, hier kommt jetzt gleich irgendeine Sequenz, die uns da zum Überleben bringt. Ah, ich wollte das Gelee Royal noch haben. Das müssen wir hinkriegen. Egal wie viele Versuche. Ah, oh, es war so knapp. So geht's auch. Ein mutiger Ape. Oh, oh, die Musik wird ja immer schlimmer. Hui. Ach, das ist es schon. Okay. Lau. Ah, shit. Es steht Lauf mit Ausrufezeichen da. Ah. Irgendwie schaffe ich es einfach nicht. Es tut mir leid. So, hat er das jetzt schon genommen? Steht jetzt Lauf da? Ja. Aber ich kann ja... Alter, was ist denn mit dem Viecher nicht in Ordnung? Da oben lang komme ich nicht. Ich kann nur da runter. Hier geht's nicht weiter. Kann ja nur diesen machen. Kann ja nicht mal hier rüber zielen. Kann hier nur langlaufen und hoffen, dass es klappt. So. Ah, da steht da Lauf mit Ausrufezeichen da. Ich denke hier sonst was. Ich dachte, hier kommen wieder 5 Feuerkugeln irgendwo lang gerollert. Sind das bloß die paar Sleeches? Naja. Ah. Ihr müsst weg. So, schnell hier hoch. Also ich kann jetzt nicht gucken, ob es hier irgendwo noch Verstecke gibt. Oh, ah. Wir müssen uns hier echt beeilen mit den Sleeches im Nacken. Ach du Scheiße. Nein, doch. Okay, ganz gut absolviert. Hier warten Sleeches dahinter. Zumindest schon mal ein Checkpoint. Ich weiß nicht, warum die da unten sind. Irgendwie kommen sie nicht raus. Bin ich aber auch nicht traurig drüber. Erstmal holen wir uns das Ding hier noch. Die können ja... Ach stimmt, ich habe vergessen, dass die durch Wände krabbeln. Es sind ein paar viele. Wir sind gleich tot, wenn wir uns noch einmal erwischen lassen. Ich hab doch geleuchtet. Ach, Mist. So, geht weg. Geht alle weg. Geht weg, fort. Tschüss, tschüss. Gebt mir fix das... Ach. Ey, die sind echt brutal, ne? Vor allem, die können durch die ganzen Wände durch. Ich bin mir nicht sicher. Lassen wir das Gelee Royal einfach liegen? Eigentlich möchte ich es nicht. Ich habe zwar viele Sachen übersehen hier im Let's Play, aber wenn ich was sehe, dann versuche ich es meistens auch mitzunehmen. Und nicht aus Bequemlichkeit. Ah, Hilfe. Hilfe. Okay, wir haben es. Erstmal Licht. Könnt ihr nämlich erstmal alle weggehen, bitte. Oh Gott, sind die nervig. Keine Ahnung, wohin. Scheint richtig gewesen zu sein. Ah, au. Hä? Hätte ich das riechen sollen? Die Sache ist, was sollen wir jetzt tun? Bleibt es jetzt für immer so? Ja, das Spiel ist echt fies, ne? Was machen wir denn? Ich kapier's nicht ganz. Hier sind halt so eine leuchtenden Viecher. Wenn die mir irgendwas mitteilen. Wahrscheinlich nur, Achtung, hier kommen gleich Stacheln raus. Hier geht's nirgendwo mehr lang, aber selbst mit Durchrennen schaffen wir es ja nicht.
Ach doch. Einfach nur durchrennen. Wohin? Hier ist eine Treppe, ja. So, schnell hoch jetzt. Ah, in dieser absoluten Dunkelheit hier, ne? Ist echt nicht so easy. Vor allem nicht mit irgendwelchen Gegnern, die andauernd aus den Wänden rauskommen. Könnte ich mir schon... Ah. Also, wo ich sehr froh drüber bin, ist wirklich, dass das Spiel alle 5 Sekunden gefühlt einen Checkpoint hat. Ich renne jetzt einfach mal durch und vielleicht klappt's ja. Hey, hat geklappt. Ich glaube, ich hätte schon wieder schneller sein müssen. Hochgehen wird das wahrscheinlich nicht mehr, oder? Ich habe versucht, hochzuklettern und mich direkt zu bücken. Hat leider nicht geklappt. Ah, und dann kommen wieder die Biester. Das gibt's doch nicht. Also langsam wird's echt... Wie soll ich's machen? Direkt rennen, einfach durchrennen, gar nicht erst hinlegen. Ja, aber dann kommen wir an die Viecher ran. Also diesen. Ja, ich glaube, jetzt haben wir es. Nein, nein. Lasst mich in Ruhe. Kann ich nach unten leuchten auf der Treppe, auf der Leiter. Ah, ich glaube, wir haben es bald geschafft. Also das Ende ist jetzt echt nochmal ziemlich schwierig geworden. An sich zwar jetzt nicht das Schwierigste überhaupt im Spiel, aber diese ganze Dunkelheit. Also eigentlich musst du nur wissen, wie du rennen musst oder springen musst, dann ist das ganz easy, aber die ganzen kleinen Sleeches, die hier aus den Wänden kommen und diese absolute Dunkelheit macht es echt nicht einfacher. Und damit haben wir das geschafft. Wir haben uns im Sanktum als würdig erwiesen. Sehr schön. Wir gucken mal. 2 von 4 Mudokons gerettet, aber keine Mudokons getötet. Auch keine Slicks getötet. Hätte es aber auch keine gegeben. Wir haben eigentlich überall Silber. Und bei verborgener Hilfe sogar Platin erreicht. Das finde ich sehr cool. Wir sind zwar noch nicht ganz an einem Folgenende angekommen, weil 2,5 Minütchen hätten wir noch Zeit. Aber bevor wir jetzt die nächste Mission anfangen, machen wir hier erstmal Schluss. Und dann haben wir nächste Folge direkt neue Missionen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen 12 Uhr geht's weiter. Bis dahin, macht's gut.